Ich begrüße euch ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Übersicht über das Present Perfect. Und wie der Name uns schon vermuten lässt, ist das so ziemlich das deutsche Perfekt. Und das deutsche Perfekt wird ja auch gebildet mit haben und einer Form eines Verbes, die an so ein GE folgt. Ne? Also ich habe gespielt, ich habe etwas gesehen. Und auf ähnliche Art und Weise bilden wir auch das englische Perfekt. Also das Present Perfect. Wir brauchen so ein Habe, also entweder Have oder Has, je nachdem, ob wir halt die dritte Person Singular vorliegen haben oder nicht. Und dann die dritte Form des Verbes. Das ist bei regelmäßigen Verben auch wieder halt der Stamm plus halt diese Endung mit ED. I have played this game. Das kann aber bei den unregelmäßigen Verben halt vor allen Dingen auch was ganz Komisches sein. Und das muss man einfach auswendig lernen. So ist zum Beispiel von show, ne, etwas zeigen, to show, ist die dritte Form einfach shown. I have shown you something. Oder thinking, to think, daraus wird zum Beispiel thought. Das ist ein ganz komisches Wort. Die muss man einfach auswendig lernen. Die heißen unregelmäßige Verben, da findet man keine Struktur oder Regelmäßigkeit drin. Genau, wie machen wir das bei Fragen? Wie können wir das Present Perfect bei Fragen verwenden? Wir stellen das have, has ganz an den Anfang, packen dann halt das Subjekt, dann die dritte Form des Verbs und dann kriegen wir aus I have played this game, wird dann zu have you played this game. Hast du gespielt dieses Spiel schon? Genau. Also das ist hier ganz wichtig, ne? Dieses Hilfsverb, Subjekt und dann das Hauptverb. Wie machen wir es bei der Verneinung? Da packen wir das not einfach hinter das have oder das has und hauen dann die dritte Form des Verbs daran. Also wird aus diesem I have played this game, I have not played this game. Oder man kann dann das auch halt dann verkürzen zu diesem haven't machen. Ne? I haven't played this game. Du oder did spielt ja gar keine Rolle. Ne? Brauchen wir weder bei Fragen noch bei Verneinungen noch irgendwas. Dann kommen wir noch halt zu Fragen und Verneinungen. Da haben wir das haben, Subjekt, dann das not und dann die dritte Form des Verbs. Also have you not played this game before? Ne? Also diese Strukturen hier auf jeden Fall einmal auswendig lernen. Das ist ganz wichtig. Und dann denke ich, seid ihr ganz gut gewappnet für das Thema. Guckt euch das halt einfach immer wieder an, während ihr die Aufgaben halt bearbeitet. Und dann denke ich, werdet ihr gut damit klarkommen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Erfolg.